zurück ins Rampenlicht, obwohl sie darauf keine große Lust hat. Aber hier muss Laura Dahlmeier dabei sein. Es ist ihr Heimatrennen. Sie steht im Fokus. Nach so viel Erfolg kann sie sich nicht weiter verstecken. Es war ein sehr spannender Dezember. Viele Rennen, viele gute Rennen, aber natürlich auch viel drumherum. Und es hat mir jetzt gut getan, einfach mal ein paar Tage daheim sein, ein bisschen ruhiger. Und ja, ich habe die Zeit sehr genossen. Es ist ihre Party. Alle wollen Laura sehen. Alle wollen Laura anfassen. Das übrige Feld ist hochkarätig besetzt. Aber die Frau in Gelb sticht alle aus. Die Laura ist wirklich eine Weltklasse-Biathletin. Die bringt momentan so eine konstante Superleistung. Da kann ich mir echt eine Riesenscheibe abschneiden. Und von dem her ist das absolut verdient, dass so viele über sie sprechen. Und es freut mich auch für sie, dass sie das so gut macht. Die neue Referenz im Frauenbiathlon. Laura Dahlmeier tritt in Garmisch-Partenkirchen gemeinsam mit Matthias Bischl an. Der City-Biathlon ist ein Teamwettbewerb, ähnlich wie auf Schalke. Zu Beginn läuft alles nach Plan. Dahlmeier ist schnell. Dahlmeier trifft. Dahlmeier führt. Für eine reine Gaudi hat sie einfach keine Zeit. Wir haben zwar versucht, am Anfang ein bisschen Piano zu starten, aber es war dann doch auch wieder der Kampf Frau gegen Frau. Aber so soll es ja sein beim Wettkampf. Das gefällt ihr gar nicht. Strafrunden drehen, auch wenn sie so klein sind wie in Garmisch-Partenkirchen. Die Meisterschützin lamentiert bei ihrem Trainer. Viel Schüsse beim Heimauftritt gefährden den eingeplanten Sieg. Man ist schon ab und zu mal mit der Nachbarin ein bisschen in Kontakt gekommen. Darum war es wirklich nicht einfach. Trotzdem versucht mein Bestes zu geben und hoffe, dass ich im Weltcup das nächste Mal dann wieder ein bisschen besser trifft. So kommt es zum Shootout der Herren um den Sieg. Laura Dahlmeier fiebert mit ihrem Partner Matthias Bischl. Doch der lässt zu viele Scheiben stehen. So gewinnt Italien mit Lukas Hofer und Karin Oberhofer. Beste Deutsche sind Florian Graf und Miriam Gössner. Die Lokalhelden Dahlmeier und Bischl werden Vierte. Sie werden es verschmerzen. Ich komme einfach aus Garmisch-Partenkirchen und es ist auch schön, wirklich da in meinem Heimatort ein Rennen zu laufen. Für die Leute, für die Fans, für die Kinder, für die Erwachsenen. Und so sind die Letzten irgendwie auch die Ersten. Auch ohne Sieg kann sich die neue Biathlon-Königin der Gefolgschaft ihrer Anhängerschar sicher sein.